Wirbel um Chris Paul. Der wegen einer Fersenverletzung derzeit ausgefallene Chris Paul von den Phoenix Suns muss sich seit gestern gegen viel Häme im Netz wehren. In einem Interview hat Skandalrapper Kanye West Chris Paul beschuldigt, eine Affäre mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian gehabt zu haben. West fiel erst kürzlich mit Aussagen auf, in denen er viele Verschwörungstheorien befeuerte und antisemitische Thesen stützte. Auf Twitter wurde sein Account zudem am Tag des kontroversen Interviews gesperrt, nachdem er ein Hakenkreuz postete. Die Anschuldigungen haben eine breite öffentliche Reaktion losgetreten, zu denen sich der beschuldigte Chris Paul, der selbst verheiratet ist, bisher noch nicht geäußert hat. Lonzo Ball Update. Bulls-Coach Billy Donovan hat ein Update zum Gesundheitszustand von Lonzo Ball gegeben. Der 25-Jährige fällt seit Monaten aufgrund einer komplexen Knieverletzung aus. Zwar habe es keinen großen Rückschlag im Prozess gegeben, allerdings gehe die Heilung insgesamt extrem schleppend und langsam voran, weshalb noch absolut nicht absehbar sei, wann Ball wieder für die Chicago Bulls wird auflaufen können. Ball sei derzeit nicht ansatzweise in der Nähe eines Comebacks, fügte Donovan hinzu. Rückkehr zweier NBA-Stars. Die NBA steht kurz davor, zwei ihrer größten Namen zurückzubekommen. Sowohl der verletzte James Harden als auch Chris Middleton sollen zeitnah auf das Parkett zurückkehren. Ohne Middleton gewannen die Milwaukee Bucks bisher 15 ihrer 20 Spiele. Anders als Harden hatte Middleton diese Saison aber noch kein einziges Spiel für Milwaukee bestritten, nachdem ihm seine langwierigen Probleme mit dem Handgelenk vom Auflaufen abhielten. James Harden legte hingegen einen starken Saisonauftakt hin und soll zu Beginn der nächsten Woche wohl wieder zu den 76ers stoßen, die derzeit mit 12 Siegen aus 22 Spielen dastehen. Harden laborierte an einer Sehnenverstauchung am rechten Fuß.